Wir erkunden heute den südlichen Bereich der Map. Viele Seen, viele unbekannte Bereiche und ich hoffe, wir treffen auch auf den Hund, der hier rumstreuen soll. Ich bin übelst gespannt. Ich bin heute ausgerüstet komplett mit Pistolen. Also, es ist Abendstunde. Es sieht hier ganz schick aus in dem Haus, in dieser Farm, wo wir zuletzt waren. Aber wir müssen erstmal eine Runde pennen und dann geht's morgen früh los. Also, sehr gut. Perfekt. Es kann losgehen. Ich bin ausgerüstet. Ja, ich würde sagen, wir machen uns auf die Socken. Wir haben es 5.40 Uhr, 20 vor 6 in den frühen Morgenstunden und es kann losgehen. Wir gucken erstmal, in welche Richtung der Wind steht. Das ist doch gut. Südost. Na, das ist nicht so ganz ideal. Südwest ist ideal, wobei er geht so ein bisschen in Richtung Westen. Also, gucken wir mal, dass wir vielleicht als nächstes hier zu diesem Aussichtspunkt unten kommen. Und dann sehen wir mal weiter. Also, wir kommen jetzt hier so langsam in ein Waldgebiet. Vor uns liegt so ein kleiner Tümpel, da bin ich auch ganz gespannt. Wer sind wir? Der Herr Sundberg natürlich. Dann der Herr Andersen und der Mr. Magnifico oder wie er hieß. Wir sind heute schön hier mit unseren Kollegas unterwegs. Wo haben wir sie? Hier ist er. Zack, zack. Der Andersen. Jawohl. Und dann haben wir hier den Visa Magnifico. Mangafiaco oder wie auch immer. Und den Dr. Sundberg. Den alten Schlingel, den nehmen wir natürlich auch immer noch gerne mit. Für den Notfall sichert der. Und da vorne gluckert es auch schon rum. Moorhuhn? Moorschneehuhn? Moorhühner? Wait a minute. Ist das neu? Gluckst hier rum? Im Waldgebiet. Die Frage ist, wo und sieht man's? Ganz schwierig hier durch die ganzen Bäume überhaupt irgendwas zu entdecken. Ich marschiere mal ein bisschen näher ran. Da, 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 da. Nee, eine Graugans. Und noch eine. Und da ist noch einer hinter. Ja, 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 ja. Graugansweibchen. Drei Stück. Und hier war gerade noch so ein Rumgefauche. Ich schleich mal doch ein bisschen hier hin, dass wir so ein bisschen näher rangehen. Und das ist halt das Geile. Ich ändere hier bei der Mangiafico, beim Revolver, das ist glaube ich ein bisschen einfacher, ändere ich das hier mal um auf hier. Kaliber 410 Vogelschrot. So, das heißt, wir haben jetzt hier Vogelschrot im Ballermann. Das ist natürlich auch richtig gut. Gehen wir mal runter. Wir müssen halt bloß ein bisschen gucken. Es macht halt nicht so direkt Klick, sondern Klick-Klick sozusagen. Das ist halt ein Revolver. Da muss man halt erstmal ein bisschen durchdrücken. Kann halt ein bisschen zur Verzögerung führen. Also irgendwas muss hier vorne schon sein. Vielleicht schaffe ich es ja bis zu den Gänsen. Da, 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 da. Der Marderhund. Der Marderhund, das erste Mal gesehen. Stufe 2. Das ist ja krass. Was ist da denn? Fliegt da eine Drohne? Was war da denn für ein Sound, Alter? Verdorrig, Alter. Vor mir ist der Marderhund. Jetzt muss ich die Muni wieder wechseln. Denn das hier ist 2 bis 5. So, wo ist er, der Schlingel? Da war er doch gerade. Irgendwo hier war er doch. Da, 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 da. Kann das sein? Habe ich da den Schwanz gesehen? Ich bin gerade komplett unsichtbar. Das ist gut. Vielleicht muss ich am besten mal eben die Entfernung checken. Marderhund, Alter. Das erste Mal. Und ich habe die ganze Zeit drauf gehofft, endlich mal den Marderhund
hier zu entdecken. Ich sag noch gar... Da. Da muss doch irgendwo der Hund sein. Auf ungefähr 50 Meter. Ich bin genullt auf 50, steht genau hinterm Baum. Jetzt. Getroffen, aber schlecht getroffen. Ganz schlecht getroffen. Okay, besser getroffen. Zweimal darf man... Ja, das war jetzt der Lungentreffer. Oha! Der erste war richtig schlecht. Was haben wir hier noch? Elch haben wir hier. Männlich trabend. Großer Elch. Wait. Da sind noch mehr Marderhunde. Oder? Nee. Moorschneehühner. Und da flattern sie weg. Moorschneehuhn, nicht schlecht. Also, hier vorne liegt ja der Marderhund. Erster Schuss, wirklich mies, dran vorbei. Zweiter, genauso mies. Ach, leck mich doch. Das ist ja der Hammer. Aber da ist er. Alter, was ist denn das, ey? Das ist doch kein Hund. Der Marderhund. Marderhund weiblich. Naja, sieht aber ganz cool aus. Auch mit der Fellfärbung wieder. Und den Glanzeffekten da drin. Ganz cool gemacht. Gar nicht schlecht. Mein erster Marderhund. Bin ich doch ganz zufrieden mit. Also mitgenommen. Wir kriegen 600 noch was Orken dafür. Ja, ich glaube, das geht besser. Was aber natürlich schon mal gut ist, wir haben hier den ersten in dieser Area. Das ist doch schon mal gut. Also, hier in dem Bereich der erste Marderhund in der Nähe von dieser Hütte, von dem Außenposten, kann man sich also dann hinbegeben, hinreisen und dann hier die Area abscannen. Das gibt doch schon mal zu hoffen, dass wir hier vielleicht noch mehr davon finden. Ich weiß gar nicht, ob der Lockmittel hatte oder irgendwas zum Tröten. Marderhund, Warnruf. In dieser Richtung, wieder Weibchen. Ich habe den Ruf nicht mal richtig gehört. Da muss ich auch noch mal richtig hinhören, wie die sich anhören. So ein Grummgeschnurre, Gekrächze. Da. Rennt weg. Auf 100 noch was Meter. Ja, über 100 Meter ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, gerade mit den Pistolen, die ich jetzt gerade habe. Da ist das natürlich nicht so ganz einfach auf weite Range. Aber da müssen wir uns halt ein bisschen anschleichen. Ich dachte gerade, da hockt ein Bär, ey. Da müssen wir uns halt ein bisschen anschleichen. Apropos anschleichen. Vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen anschleichen. Wir stehen aber auch genau im Wind, alter Falter. Das ist ja mies. Die ersten sind schon abgehauen. Kann ich hier nochmal die Munition wechseln? Gehen wir mal aufs Schrot. So. Und was haben wir da unten? Sind da noch welche zu sehen? Brunftschrei Stockenten. Auf ungefähr 80 Meter. Wachsam, aufmerksam. Ich versuche mal mein Glück. 75. Ne. Ne. Nee, oder? Nee. Alter Falter. Schrot auf 80 Meter? Das wird nichts. Da muss ich gleich nochmal eben in die Munition reingucken. Da gibt es doch bestimmt eine Info. Das ist sie ja hier schon. Effektive Schussweite 25 Meter. Also egal, wie viel man dann durch das Scope durchaimt. 25 Meter, das war ja nicht mal ansatzweise. Okay, das machen wir beim nächsten Mal anders. Da gehen wir dann gezielt mit dem Anderson dran. Zack, ran, rausholen, fertig. Wow. Das war doch jetzt mal eindeutig. Eindeutiger Ruf. Knapp hinter dem Hügel. Und Männchen, aber leider
nicht zu sehen, weil hinter dem Hügel. Und der Mief geht dahin. Ich gehe mal eine kleine Runde jetzt hier. Und ich hoffe, dass ich den so ein bisschen umlaufen kann. Moorhuhn, Alter, 37 Meter. Jetzt haut er wieder ab. Moorschneehuhn. Der Sound, Alter, der Sound. Quack, 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 quack. Tja, durch das olle Moorhuhn habe ich jetzt natürlich die Marderhunde hier verscheucht. Jetzt hat hier gerade noch so ein Weibchen rumgefaucht. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt auf Entfernung doch noch das Männchen sehe. Marderhund, hier ist die Spur. Hier ist die Spur laufend in die Richtung. Also dem Wind entgegen. Da unten rennt doch. Da unten. Weibchen. Das hatte ich gerade noch mal gehört. Aber ein Männchen war auch hier die ganze Zeit. Und hatte ja hier so laut rumgebellt. Zack. Krickenten. Krick hat sie gemacht. Aber die kriegen wir zu Genüge. Und die Marderhunde, die fliegen halt nicht massenweise durch die Luft. Deswegen halten wir uns erstmal jetzt hier an die Marderhunde. Da ist das Weibchen wieder. Ganz auf entspannt. Vielleicht kommt sie sogar gleich wieder. Denn der Wind steht gut. Ich bin auch gleich hier wieder ein bisschen geschützt. An dem Baum hier. Jawohl. Komplett unsichtbar. Da war ein Fauchen von ihr. Ja gut, dieses Fauchen, das ist ja schwer zu lokalisieren. Ey. Jetzt frage ich mich natürlich, ob das Männchen einfach richtig weit abgehauen ist, weil ich hier rumgeballert habe. Ne? Je nach Level kann das natürlich gut sein. Ey. Oh, jetzt kommt sie aber ganz nah dran vorbei. Da muss ich jetzt aber mit drauf. 25 Meter ungefähr. Wir zoomen mal ran. Warum war jetzt wieder der erste komplett daneben? Das hatte ich doch schon mal. Vor Monaten. Da zielst du da drauf, genau drin. Und es passiert nichts. Tja, von dem anderen tatsächlich weit und breit nichts zu sehen. Aber Ette hier, Marderhund Nummer 2. Passt, nicht schlecht, Silberwertung und beide Lungen getroffen, das ist gut. Also, alles passend. Weibchen 1100 an Wert. Jo, das passt doch wirklich schon mal wieder ganz gut. Eigenartig trotz allem, 32 Meter Entfernung auf 25 Meter war ich genullt. Und treff ihn nicht. Brunftschrei Elch, Alter. Den kriegen wir auch noch. Ja, Mann. Da kommt die Antwort. Vom stattlichen Elch. So, wir sind recht unsichtbar. Leider nicht richtig gut. Aber ich glaube, es gibt gerade keinen besseren Schutz hier. Man
Mal eben die Munition checken. Sundberg. Stufe 4 bis 9. Also, passt. Der kommt dann gleich zum Einsatz. Okay, der ist close. Der ist close. Der ist direkt hier unten an der Kante. Und kommt hier so lang. Alter. Was ein Bereich auf der Map. Was ein wilder Bereich hier auf der Map. Das fängt ja schon gut an. Federviehzeug. Die Marderhunde. Elche hier auch noch. Wow. Hat der mich erschrocken. Da steht er doch ganz gut. Stufe 3 nur, oder was? Das war nur einer, ne? Knappe 30 Meter. Alter Falter, ey. Hoppala, falsche Taste. Alter Falter, nicht schlecht. Nicht schlecht. Boah, was der einen Krach gemacht hat, ey. Was der einen Krach gemacht hat. Schön. Auch hier wieder richtig, richtig cool. Finde ich mega gut von der Färbung, vom Fell. Super cool. Zack. Herz, saftiges Steak, Herz und Lunge. Jawohl. Jawohl. Also, passt doch. So, ich laufe noch mal ein bisschen grob hier in Richtung des nächsten Außenposten. Vielleicht finden wir ja noch so einen Marderhund. Und da ist er tatsächlich wieder. Der Warnruf. Vom Marderhund Männchen. Ist er das? Das ist er doch. Und ich sehe ihn nicht richtig. Doch, da ist er. 100 noch was. Das kriege ich doch nicht damit, ey. Das kriege ich doch nicht, oder? Ne, das kriege ich so nicht. Das wäre doch doof. Es ist auch ein Weibchen. Das ist auch ein Weibchen, was da steht. Aber ein Männchen... Wait, und es liegt da jetzt einfach gechillt. Da ist eine Area. Sweet, ey. Okay, ich schleiche nochmal einen Bogen. Da vorne. Weibchen. Und zu spät. Zu spät in die Tarnung gegangen. Ich mache aber noch nichts, weil ja immer noch irgendwo das Männchen hier sein soll. Es gibt ja auch leider kein Lockmittel dafür. Für den Marderhund. Das heißt, man muss einfach nur hoffen, dass man ihn irgendwo findet. Alter, hier haben wir wieder das Federviehzeug. Auf 100 Meter Graugänse. Ohne Scheiß, Leute, das finde ich auch so cool, Alter. Einfach mal so im Wald auf so Lichtung sitzen dann die Graugänse rum. Ist das nicht cool, ey? Mega cool. Der Wind geht halt leider so übelst in diese Richtung, ne? Ich habe schon den Geruchsneutralisierer drauf. Aber der Wind ballert halt voll dahin. Warnruf, wachsam. Und sie flattern schon weg, ne? Cool. Auch sehr cool gemacht. Das war jetzt auf Sicht. Nicht schlecht. Sehr, sehr cool gemacht. Ich habe überlegt, ob ich einfach draufballer auf die Entfernung. Aber dann hätte ich ja hier wieder alles verscheucht. Dann hätte ich auch hier nicht die letzten 50 Meter schleichen müssen. Aber ich vermute, dass auch der Marderhund irgendwie schon abgehauen ist wieder. Ey. Der Wind steht einfach zu schlecht, ne? Alter, der nächste Elch, 150 Meter.
einfach ruhig und am Fressen. Krass, näher ran. So, da vorne rennt der, ist auf einmal losgelaufen. Schnell hier in den nächsten Baum rein. Ich hoffe, dass er mir so ein bisschen mehr Schutz gibt. Das ist gar nicht gut hier auf der Map mit dem Schutz. Also wirklich nicht. Ja. Wirklich nicht gut mit dem Schutz. Eigentlich sogar richtige Katastrophe. Kaum irgendwelche Bäume oder sowas, wo man sich so ein bisschen verstecken kann. Und selbst die, wo man... Ach du Scheiße. Alter, wer rechnet denn mit sowas? Abgefahren, Alter. Abgefahren. Hellbraun, ich wollte schon gerade sagen, der ist aber hell. Hellbraun. Na guck mal. Nicht schlecht. Bisschen wildes Geweih. Elch in hellbraun. Ja, cool, ey. Auch ganz coole Färbung. Nicht schlecht. Zack, zack, beide mitgenommen. Beide in die Lunge, damit er gar nicht erst weit wegrennt. Krass. Pah, da war ich jetzt aber überrascht. Ist da noch einer? Da ist doch einer noch weggerannt, ne? Ich glaube, ein Weibchen ist da noch weggerannt. Und da ist es, ne? Ja. Und da ist es. Nervös auf 80 Meter. Und noch einer. Männchen. Stufe 3. 50 Meter. Das war wieder das Herz. Rabams. Ei, 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 ei. Die haben aber auch ein saftiges Steak als Herz, ey. Das kannst du ja nicht ausdenken. Ah, das kann man ja schon fast nicht verfehlen. Auch hier wieder hellbraun. Zack. Herz, Lunge. Mitgenommen. Gerade bei diesem Schritt nach vorne, wo das hier freigelegt ist. Wo die Knochen quasi nach hinten gehen, die ja sonst schützen. Hier vorne. Zack. Mitgenommen. Passt. Sehr gut, ey. Oha. Was haben wir denn da vorne? Das sieht ja cool aus. Alter, hier ist so eine kleine Hafenanlage. Ist ja der Hammer. Cool. Fischerboote und sowas alles. Großer Sendemast, Leuchtturm. Nice, da gehen wir mal hin. Das ist ja einfach geil hier, Alter. Was eine Area und wie es auch einfach gut aussieht. Auch von den Lichtverhältnissen hier und so. Mega cool. So. Also, hier geht's los, das Hafengebiet. Da hinten. Oh, da kommt sogar noch so ein... Oder fliegt gerade weg. So ein paar Gänse. Und es führt hier direkt so eine Straße auch rein. Ja, sehr gut, ey. Cool, sehr schickes Szenario. Was sagt die Map? Die Map sagt, da ist irgendetwas. Aber, nee, nicht da, sondern weiter, ne? Vielleicht ist hier auch wieder so eine Fähre wahrscheinlich, ne? Na, das sieht doch hier echt ganz gut aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. So ein paar parkende Autos. Geil, so eine kurze Promenade zu den... Cool, also wirklich cool. Ah, zu den Booten hier. Ob man da rein kann. Hep. Huhui. Boot geändert. Oh mein Gott, ich sehe mich schon gleich ins Wasser fallen. Alter. Okay, abgesoffen. Alter, in voller Montur. Nein. Nice, ey. Wirklich cool. Wirklich cool. Da war wieder die Gänseschwärme hier. Was haben wir da? Einfach so Anlegestellen, genau.
Aber nicht so viele Boote hier, ne? Dafür, dass hier so viele hin könnten, theoretisch, ist hier nicht viel los. Sieht so ein bisschen verlassen aus. Kommen gleich bestimmt schon die Zombie-Horden langgelaufen oder irgendwie sowas. Da sind sie wieder, die Gänse. Cool. Sehr, 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 sehr cool. Hier ist so ein bisschen Industriegebiet. Naja. Nice. Sieht gut aus, ja. Sieht gut aus. Jetzt nochmal gucken, haben wir denn da vorne irgendwas? Nee, ne? Oha, Braunbär auch noch hier jetzt oder was in der Area. Nicht schlecht. Braunbär auch noch. Ja, aber wirklich cool hier. Auch so ein bisschen verfallen. Die kleinen Fischerboote hier. Oh, guck mal hier. Brandneue liegen hier auch einfach rum. Wirklich cool gemacht. Gar nicht verkehrt, Alter. Einfach auch mal so ein bisschen was anderes. Bisschen mehr Szenerie hier mit drin. Abgesperrte Area. Sehr, sehr, sehr cool. Boah, ey. Puh, nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Hier vorne an dem Zaun kann man so ein bisschen dran vorbei. Hier knapp durchs Wasser. Und dann ist man da schon wieder raus aus der Area. So, und jetzt muss da hinten ja irgendwo noch der Aussichtsturm sein. Da ist er wieder. Wieder so ein ganz modernes Ding. Mit Informationstäfelchen und allem drum und dran. Und hier unten, als ich hier unten langgelaufen bin, habe ich schon gesehen, da unten ist auch wieder der Anleger mit einem Boot. Das heißt, da unten... Da, 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 da. Bär. Bär? Ja! Braunbärin. Hä? Da unten kann man also mit dem Boot wieder rüber. Eine Braunbärin, aber nichts Besonderes, ne? Nichts Besonderes auch vom Level. Gucken wir mal hier, das hatten wir also schon gesehen. Ja, dann gehen wir also hoch. So, und dann sind wir auch schon hier und haben die nächste Area frei und entdeckt. Cool, da hinten wieder mit dem Aussichtsturm oder den Leuchtturm, den man da sieht. Sehr, sehr, sehr stylisch gemacht, finde ich. Also die Map hat wirklich was. Und hier sehen wir auch schon den nächsten Posten. Das heißt hier, wir können hier tatsächlich rüber und hier den Außenposten auf der Insel noch entdecken. Oder hier quer rüber auf die andere Seite. Abgefahren. Na, ich würde sagen, wir gehen natürlich nochmal schnell runter und fahren mit der Fähre rüber. Und da wird wieder geschnattert hier. Auch ein ganz wilder Bereich hier, sehr steinig. Ganz, ganz krass von der Atmosphäre hier auch. Nicht schlecht, das Gegluckse hier überall und so. Gar nicht schlecht. So, gehen wir mal zu dem Anleger. Hier sind die verschiedenen Anlegebuchten und das Boot dürfen wir hier verwenden. Zack, also fahren wir mal mit rüber und sind auch schon direkt hier angekommen. Direkt nochmal hier die Area Scan. Beim letzten Mal standen ja hier, was heißt hier, nach dem Reisen direkt ein paar große Elche rum. Aber hier, ich hatte schon drüber, von der anderen Seite rüber geguckt, da ist nicht viel zu sehen hier in dem Bereich. Alles recht kahl. Na, ich laufe mal ein Stück noch. Ja, also irgendetwas Besonderes muss die Insel ja bieten, ne? Was hätte man denn sonst für einen Anreiz, hier hinzugehen? Ob das ein super Gebiet ist, um Gänse zu jagen oder Enten? Ob man hier gut Attrappen aufstellen kann? Bisher ist sonst einfach hier nichts, was auch nur irgendwie interessant ist. Viele kleine Buchten. Sehr zerklüftet hier alles. Aber noch nichts gesehen. Na, oder ist das hier nur für die Story? Was haben wir denn hier? Untersuchen. Ja. Kabeljau-Meerenge. Naja, das ist schon ein Ding. Ein bisschen Kabeljau könnten wir auch noch jagen, ne? Wäre doch mal was. So, weiter geht's. Ach, guck mal hier.
Ah. Nice. Ja, also als Insel zum Jagen ist das ja nix. Hier ist ja gar nichts auf der Insel. Aber ich sag mal so, als Ausgangspunkt, um von hier aus dann unten den südlichen Bereich zu jagen und bejagen, das kann man, glaube ich, ganz gut machen. Das ist doch nicht so schlecht. So, neuer Aussichtspunkt, neue Base, neuer Stützpunkt. Geil, hier die Kanadier, die großen. Die großen Kanus. Hoppala. Ja, 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 ja. Jetzt weiß ich auch, warum nichts mehr auf der Insel hier lebt, ey. Alter. Aber das gesamte Gepäck und ist schon, das ist schon alles hier. Sieht auch wieder gut aus. Haben sie wieder schick eingerichtet. Mega gut, ey. Mega gut. Einfach gut gemacht. Einfach wirklich gut gemacht. Etwas anderer Style hier. Tipptopp. So. Wo kann man schlafen? Hier könnte man sogar schlafen. Cool. Alter, die Ballermänner stehen hier auch noch rum. Alter Falter. Abgefahren. Ja, sehr, sehr, sehr nice. Also, beim nächsten Mal starten wir dann halt von hier unten aus. Und dann geht es weiter hier den Süden entdecken und erkunden, was es da Neues gibt. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.